Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Marisa Land. Und ich glaube, ich muss mal das Ding so ein Stückchen wegrücken hier. Okay, ich hoffe mal, es ist jetzt besser. Ich hatte ja schon gedroht, dass wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach ein paar Secret Exits machen. Und das werden wir auch weiter noch tun. Hier würde ich ganz gerne einmal nachsehen. Denn das sah mir da ja schon so ein bisschen so aus, als würde man einfach so ins Nichts... Ach so, ja, okay, hier... gibt es natürlich zig Möglichkeiten, einen Secret Exit zu verstecken. Und wir hatten den auch, glaube ich, schon gefunden gehabt, nur war ich halt nicht dort. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder scheißen. Ach, da. Ja, genau. Okay, dann bin ich ja schon direkt den richtigen Weg gegangen. Muss jetzt hier die Dingsbumsis auflegen. So, und jetzt muss ich nur noch unbeschadet zurückkommen. Moment. Das ist für den normalen Ex. Achso, ich muss. Ah, hier von unten kommen. Alles klar, gut. Warum leckt es? Hallo? Was zur Hölle? Okay, ich hoffe mal, dass ich das noch fangen wird. Ich habe den Rechner gerade erst gestartet und dann halt. Achso, Avira. Haha. Mensch, du bist der Grund, warum es leckt. Ich muss. So ein tolles Programm. Ich muss ja schon echt sagen. Ich finde es echt großartig, dass du mich immer und immer wieder in meinem Tun behinderst. Und was soll das denn jetzt? Ja, das ist. Mir gerade ein wenig zu heftig, um ehrlich zu sein. Und das ist ja auch nicht unbedingt normal, weil eigentlich läuft es ja zwar nicht lagfrei, aber zumindest einigermaßen flüssig. Und das, was eben gerade war, war ja schlimm. So, halten wir fest. Ich will jetzt quasi erstmal hier links entlang mir eine Möglichkeit beeilen, damit das Zeitlimit technisch nicht knapp werden kann. So, das haben wir ganz schick gemacht. Ganz schick haben wir das gemacht. Vielleicht habe ich das auch noch. Dann mag ich, glaube ich... Alter, was ist das? Oh, was? Kann doch nicht wahr sein. Aha. Nee. Oh! Kann nicht wahr sein. Ich glaube, das hätte ich geschafft. Ja, okay, alles klar. So, jetzt möchte ich also quasi wieder hier lang, aber diesmal kann ich ja über die Brücke gehen. Wusch, so. Und dann kann ich jetzt hier hin, was mir genau was bringt. Ich kann dann doch hoffentlich jetzt nicht laggen, meine Herren. So, genau, hier ist die Stelle. Mir bleiben noch 200 Sekunden. Ich hoffe mal, dass das reichen wird. Für diese Sterne noch, danke. Hier sind noch ganz viele Sterne, die mich nicht interessieren. Oh, bitte, hör doch auf, so zu laggen, meine Herren. So, klasse. Aber da oben kommen die hoch. Ah. Achso, dann ist das quasi nur für den Ausgang. Okay, dann muss ich jetzt... Wollte ich gerade schon wieder schütteln. Hier hin. So, jetzt darf ich das hier aufmachen. Na, wenn ich bitten darf. Madame, Dankeschön. Und den Enden noch. Na komm. Jawohl, okay, alles klar. So, jetzt hier wieder zurück. Das Neue hier hoch, hier an die Ranke, bevor das Viech kommt. Aber dann mal so ein bisschen hochhüpfen, um Zeit zu sparen. So. Hier rum. Den letzten Stern auch noch mitgenommen und Exit. Nice. Jetzt bin ich nur gespannt, wo der mich hinführt. Und ich wüsste auch wirklich gerne, warum es so laggt. Das ist nämlich nicht schön. Ach so, einfach nur zum Shop. Ja gut, und... hier gibt es doch wahrscheinlich auch noch einen Secret Exit. Ich meine, dann hätten wir auf jeden Fall hier überall Secret Exits gefunden. Höre. Wow. Komm, gut. Das erinnert mich irgendwie an die Wasserstage in, ich glaube, Mega Man 2 müsste es sein. Wo man am Anfang über diese Plattform hüpfen muss, die auch unterschiedlich hoch sind und wo dann da diese Frösche rumspringen. Irgendwie erinnert es mich gerade daran. Und hier war doch, ich weiß das doch noch.
Ja, ich weiß das noch. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich am klügsten hin... Okay, hier ist ganz okay. Hier ist auf jeden Fall genug Platz, um Secret Exit zu verstecken. Da oben waren wir bereits, wenn ich mich recht entsinne. Dort müsste... Ah! Gut, ein roter Stern gewesen sein. Diese Öhrchen-Engine ist ein bisschen fragwürdig. Ja, okay, da ist nur ein roter Stern. Den können wir da auch erstmal lassen. Das da unten sieht mir interessant aus. Gleichermaßen allerdings auch nicht gerade ungefährlich. So. Kinder, macht da oben keinen Scheiß. Kann ich wenigstens eins von euch beiden da mal eben runterfallen, damit ich keine Angst haben muss? Ich geh jetzt einfach lang. Joa. Okay, da unten ist Bambus. Ups. Und in der unteren Etage klingelt das Telefon. Das ist ja wunderschön. So. Wo ist die Röhre? Da ist die Röhre. So, okay. Und wo geht's hin? Aha, zum Secret Exit. Das ist ja wunderschön. So. Dann fehlen uns jetzt hier an sich nur noch rote Sterne. Und vielleicht werde ich die ja noch alle ansammeln. Ich werde mich da jetzt einfach gar nicht festlegen und sehen, was ich tue. Jedenfalls haben wir diese Welt jetzt hier mit allen Secret Exits abgeschlossen. Und ich kann mich fürs Erste wieder dem normalen Spielfluss widmen. Es dürfte zwar an sich noch einiges fehlen an Secret Exits, aber das werde ich dann nachholen. Erstmal kaufe ich mir jetzt Safe und dann gehe ich weiter. Jetzt muss wieder Fortschritt kommen erstmal. Damit das auch interessant bleibt. Der Secret Exit bei dem Dorflevel reizt mich aktuell noch nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Den schnappe ich mir dann bei Zeit. Und das Level hier ist kacke. Das hatte ich auch schon einmal noch gespielt in einer Aufnahme, die ich gelöscht habe, denn sie war einfach sowas von grottig, dass ich sie euch nicht antun konnte. Ich habe geschrien und geflucht und was weiß ich was und ich war einfach nicht gut im Schuss, was das Gameplay anging. Und da habe ich mich an diesem Level hier versucht und das war eine absolute Tragödie. Ich glaube, an dieser Stelle habe ich sogar das Wort Tragödie genutzt seinerzeit. Weil ich über irgendwas anderes geredet habe. Vermutlich auch über mein Gameplay. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht wieder in Fällen ausartet wie seinerzeit. Denn das waren 20 Minuten, in denen ich nichts geschafft habe. Bam, bam. Außer 10.000 Mal Game Over zu gehen. Nein, 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 nein. Halt, stopp. So machen wir das nicht. Sind wir mal so dreist und gehen hier einfach wieder zurück hin. Jetzt dieser Levelpunkt da rechts weg, das ist ziemlich interessant, finde ich, dass der ab und an mal so verschwindet. Einfach so. Aber das Lied ist einfach geil. Dam, 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 dam. Ich glaube, ich sollte am besten einfach mal ein bisschen die Fresse halten, wenn ich dieses Level spiele. Denn dann sollte ich ja an sich konzentrierter sein. Ergo das Ganze besser auf die Reihe kriegen. Ich glaube, bei diesem Sprung bin ich schon 1000 Mal krepiert. Die Frage, die mich quält, ist warum? 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 Am besten gehe ich da quasi so vor, dass ich nicht wirklich warte, bis ich die Plattform sehen kann, sondern sobald die Plattform zum ersten Mal oben ist, also die, auf der ich stehe, werde ich dann in Richtung der nächsten Plattform... Oh, hoppla. Der nächsten Plattform schon mich auf... Ja, was war das denn für ein Kackgelegge? Das habt ihr doch gesehen. Oh Gott! Ätzend. So. Wieder rein. Wusch. Summ-di-dum-di-dum. Bum, 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 bum. Es ist auf jeden Fall angenehm, hier eine Möhre zu haben. Boah. Na komm. Achso, hier ist noch gar nicht die Stelle, die ich gerade meinte, aber die ist dafür dann hier. Ich liebe es, wenn Engines versagen. Das ist großartig.
Ich weiß, ich schieb die Schuld auf die Engine, aber es ist einfach so in dem Fall. Wenn sie aufhört rumzuschweben, oder meinetwegen hat auch das Gamepad versagt, aber ich habe den Knopf gedrückt, ich bin ja nicht dumm. Ich meine, ich wollte auch auf die Plattform drauf. Boom, 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 boom. Hier hinüber und dort hinüber. Uhu. Boom. Und dahin. Jetzt fange ich an, die knappe Sachen zu machen, glaube ich. Na komm. So. Okay, ich glaube, ich will doch lieber einmal warten. Und nicht aus dieser viel zu verfickt nochmal tiefen Lage abspringen. Warum springe ich immer so früh? Es ist zu früh. Es ist zu früh. Kinder. Ba-d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 a. Gleich gehe ich da einfach ohne Mühe ran. Auch wenn ich das so wesentlich angenehmer finde. Und trotzdem versage, wie sonst was. Scrolling-Levels sind einfach Müll. Ja, genau, Spiel! Leck einfach mal. So großartig, wie du es kannst. Na, 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 na. So, dahin. Jetzt, wenn ich ganz oben bin. Ach, es geht doch, es geht doch. Ah, das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Wo soll ich denn da hin? Nach rechts oder nach oben? Was? Ich gehe jetzt ohne rein, das ist mir zu blöd. Ich lade das jetzt nicht 10.000 Mal neu. So. Wow. Das war ein verfickt knapper Sprung. Das war super. Schaut, wie es funktioniert. So, ich habe das Gefühl, ich möchte nach oben. Aha, hier ist so ein Ding. Okay. Okay. Meinetwegen. Wow. Wow, oh Gott. Ich habe mich gerade schon tausendmal tot gesehen. Kann man ja mitnehmen, so zum Zeitvertreib. Wo muss ich jetzt hin? Geh dort. Dum, 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 dum. Nein! Auf die Plattform rum! Ist es denn möglich? Okay, aber ich hatte auf jeden Fall schon den sechsten Stern. Das heißt, es scheint kein allzu langes Level zu sein. Wobei ich auch froh bin, denn das Thema ätzt mich ein bisschen an. So Scrolling-Plattforming ist nicht schön. Ne, das war zu früh. Obwohl... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte da so einen kleinen Rand von der Plattform erblicken, aber nee, war nicht so. Hallo Frosch. Useless Anime. Okay, gut, zumindest gibt er mir jedes Mal ein paar Punkte, aber auf die kann ich auch scheißen. Nummer 1. Wow. Ja, leck wieder rum. Leck rum. Warum bist du eigentlich so drecksungeduldig? Warum wartest du nicht einfach? Kann nur so schwer nicht sein, statt jetzt hier 6000 Mal in diesen Kackabgrund zu springen. Boing. Wusch. Bam, 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 bam. So, jetzt warten. Wow. Das war eng, hat aber funktioniert. So, das ging ganz gut. So. Wow. Hollere. Hollere. Scheiße! Verfickt! Ich bin an sich zu ungeduldig für Jump'n'Runs, in denen man versagen kann. Boing. Ich bin zu Wacko. Boing. Boing. Was war das? Was war das? Egal. Zwei Leben noch. Wenn ich gleich wieder Game Over bin, habe ich wieder meinen tollen Anzug. Wow.
Baum, 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 baum. Okay, das ging einigermaßen. Jetzt. Okay, so erwische ich den gerade noch so. Soll mir aber reichen, wegen Zeitvorteil und so. Ich möchte schon echt so nah hier außen am Rand des Screens bleiben wie irgend möglich. Und hier möchte ich an das UFO, denn das erspart mir eine ganze Passage an ekelhaften Ekelhaftigkeiten, die ekelhaft sind, weil sie ekelhaft sind. Ja. Oh, ich will den Pilz. Der Pilz fällt durch die Plattform. Sprites, es ist ein Mario-Klon. Warum denke ich an sowas nicht? Wow, das war knapp. Bam, 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 bam. Ich möchte nicht zwischen diesen Feen durchspringen. Ach, verfickt! Diese Renn-Engine! Oh. Oh, jetzt ist eine Macke in meinem Gamepad. Oi, oi, oi. Aber eine ziemlich dicke. Zusch. Der Part sollte an sich zeitlich schon vorbei sein. Aber ich will dieses Level in diesem Part schaffen. Sei er so lang, wie er auch sei. Wenn er über eine halbe Stunde lang ist, gibt es dann halt morgen keinen. Oder vielleicht doch. Das kommt drauf an, wie ich Lust drauf habe. Muss ich sehen. Ich geißel mich aber nichts. Dumm, 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 dumm. Jo. So habe ich auf jeden Fall schön viel Zeit, immer auf die Plattform in der Luft noch zu warten. Guten Tag. Oder auf die Gegner in diesem Fall. Und ganz langsam prägt sich das auch so ein ganz kleines bisschen bei mir ein. Oder in welche Plattform ist. So. Aber ich weiß jetzt nicht. Will ich das UFO haben? Nein, ich hab meine Möhre. Ich verliere meine Möhre, wenn ich das UFO nehme. Danach bin ich dann halt... Es darf nicht wahr sein. Wie kann man denn so scheiße spielen? Gehen wir es konzentriert an. Ich halte mal die Klappe. Oh, komm! Scrolling-Scheiß. Ätzend. Gut, nochmal mit Fresse halten. Bam, 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 bam. Na? Wow, okay. Ich glaube, das macht nicht den allzu größten Unterschied, ob ich jetzt dabei rede oder nicht. Und diese Passage versage ich jetzt halt neuestem gerne. So dass ich dann hier nach dem UFO richtig mich hetzen muss. So, ich will diesmal gucken, dass ich nicht den Pilz treffe. Worin ich... Was war das? Was war es? Was war es? Was? Dam, 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 dam. Und hier rauf. Auf die Fee. Und auf die nächste Plattform. Und nicht auf die Fee. Ist mir auch recht. Timing Mist ist Timing Mist und ich bin schlecht in Timing Mist. Vielleicht schneide ich einfach einen Teil raus. Das wird man dann sehen.
Aber wahrscheinlich bin ich mir dazu zu leger. Warten wir also lieber eine Runde auf die Plattform, bevor wir nochmal in den Abgrund springen. Yippie-yay. Dafür können wir jetzt hier direkt rüber. Das war knapp genug. Das muss so nicht wieder vorkommen. Jedes Mal, wenn ich da runterfalle, habe ich das Bedürfnis, mein Gamepad an die Wand zu werfen. Aber aus Angst, den Monitor dabei zu treffen, lasse ich es sein. Gott, ey. Kann doch nicht wahr sein. Das ist nur ein ganz normales Level. Das kriege ich doch hin. Also bitte, wer bin ich denn? Spiel dieses Spiel doch nicht erst seit gestern. Obwohl man bei meinem Gameplay ähnliches erwarten. Scheiße! Beim nächsten Game Over höre ich erstmal auf. Denn. Wow, mein Gamepad hat gerade nicht mehr funktioniert. Ich glaube, ich laufe sonst Gefahr, mein Gamepad zu zerstören. Es ist doch echt an sich einfach nur ein dreckiges Scrolling-Level. Was war das? Was war es? Ein dreckiges Scrolling-Level mit ein bisschen Plattforming. Den kriegen wir auch auf dem letzten Leben noch hin. Sicherlich. Weil das bisher noch nie geklappt hat, unter dieser Fee durchzukommen.